Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesen Tagen und Wochen zeigt sich erneut, warum der historische Wechsel in Baden-Württemberg so wichtig war. Wer sich davon noch einmal überzeugen will, kann entweder einen Blick in die Zeitungen werfen, dort ließ sich ja genug finden, oder sich noch einmal den finanziellen Scherbenhaufen vor Augen führen, den wir 2011 vorfanden. Einen riesigen Schuldenberg, einen immensen Sanierungsstau, ungedeckte Pensionslasten in Milliardenhöhe und ein strukturelles Defizit von 2,5 Milliarden Euro im Landeshaushalt. Denkbar schlechte Voraussetzungen, wie Sie sich vorstellen können, um den Politikwechsel umzusetzen, auf den die Menschen in Baden-Württemberg so lange gewartet haben. Doch heute, zur Halbzeit der Wahlperiode, kann ich voller Überzeugung sagen, wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben Baden-Württemberg vorangebracht, meine Damen und Herren. Und dabei sind wir nicht den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Wir sind nicht der Versuchung erlegen, solide Haushaltspolitik gegen spektakuläre Schlagzeilen einzutauschen. Im Mittelpunkt stand nie die schwarze Null, nur als Mittel politischer PR. Im Mittelpunkt stand nur und steht nur eines: das langfristige Wohl unseres Landes, meine Damen und Herren. Denn eine öffentlichkeitswirksame Nullverschuldung in einem Jahr, eine punktuelle Nullverschuldung, nutzt überhaupt nichts, wenn in den nachfolgenden Jahren die junge Generation über Jahrzehnte hinweg die Zeche dafür bezahlen muss, weil die landeseigenen Liegenschaften verkommen, weil der Sanierungsstau ins Unendliche wächst, weil zwar die explizite Verschuldung einmal auf Null gesunken ist, aber die implizite weiter anwächst. Umso wichtiger ist es, dass diese Regierung den Mut gefunden hat, mit dieser Politik des Durchmogelns ein für alle Mal Schluss zu machen. Deshalb setzen wir auf einen Kurs, der drei Elemente miteinander verbindet: konsequentes Konsolidieren, schrittweises Sanieren und gezieltes Investieren in die Quellen unseres Wohlstandes. Weil wir eines ganz genau wissen, meine Damen und Herren: Sparen ist notwendig, doch Sparen ist kein Selbstzweck. Sparen schafft langfristig Spielräume zur Gestaltung, doch nur, wenn man eben nicht einfach kaputt spart. Und genau das wird diese Landesregierung nicht tun. Wir sparen dieses Land nicht kaputt. Im Gegenteil, wir wollen das Fundament, die Quellen unseres Wohlstands weiter stärken. Und genau in diesem Geist sind wir auch diesen zweiten Nachtrag angegangen. Er verbindet wichtige Sparanstrengungen mit notwendigen Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Bedeutet dies, dass wir beim Abbau der strukturellen Erblast im Landeshaushalt ein gutes Stück weit vorankommen. Denn wir senken nicht nur die geplante Nettokreditaufnahme im Jahr 2014 um 260 Millionen Euro, wir senken zugleich das strukturelle Defizit im Landeshaushalt um denselben Betrag. Damit hat diese Landesregierung bereits zur Hälfte der Legislaturperiode die Hälfte der schwarz-gelben Lücke in unserem Landeshaushalt geschlossen. Und diese strukturelle Einsparung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Auch hier gilt: Es gibt nicht den einen großen Wurf, der das Defizit schmelzen lässt, sondern das ist eine Politik der kleinen Schritte, die am Ende ein großes Ganzes ergeben. Ein wichtiger Punkt ist dabei: wir sichern uns durch einen veränderten Risikoansatz und das derzeitig niedrige Zinsniveau langfristig eine günstige Refinanzierung. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir dadurch strukturell wirkend 100 Millionen Euro jährlich einsparen können. Nun entgegnen manche: Na ja, dabei handelt es sich ja gar nicht um eine wirkliche strukturelle Einsparung. Wir hätten schlicht und einfach Glück, weil die Zinsen so niedrig sind. Und wenn das Zinsniveau steigt, stehen wir dumm da. Doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Einwände greifen zu kurz. Erstens beträgt die Laufzeit der bis Ende November 2013 valutierten Anschlussfinanzierung etwa 11 Jahre bei einem Zinssatz von 2,3%. Und damit bei 11 Jahren Kalkulationssicherheit sind die so realisierten Einsparungen sehr wohl dauerhaft und damit strukturell einzustufen. Zweitens können wir uns auch deshalb günstig refinanzieren, weil unsere nachhaltige Haushaltspolitik Jahr für Jahr das AAA-Rating gesichert hat. Und drittens, wenn die Opposition schon von Glück redet,
Sehr geehrter Herr Haug, sehr geehrter Herr Dr. Rühlke, wenn Sie schon vom Glück reden, sollten Sie zumindest anerkennen, es ist das Glück der Tüchtigen. Schließlich haben wir auch das Pech des schwarz-gelben Schuldenbergs geerbt. Zusätzlich bringen einige Einsparungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Beihilfebereich etwa 130 Millionen Euro zusätzlich strukturell. Hier zahlt sich erneut aus, dass wir konsequent nach dem Vorsichtsprinzip handeln. Außerdem versetzt uns die flexibilisierte Haushaltswirtschaft bei der dezentralen Budgetierung in die Lage, eine strukturelle Effizienzrendite von 30 Millionen Euro abzuschöpfen, macht alles in allen 260 Millionen Euro, die wir zusätzlich strukturell einsparen. Dieser Nachtrag ist also ein echter Sparnachtrag. Zugleich bilden wir mit diesem zweiten Nachtrag 2014 auch zwangsläufige, unaufschiebbare Bedarfe ab. Insgesamt geht es um Mehrausgaben von rund 765 Millionen Euro. Ihnen stehen Gegenfinanzierungen von rund 556 Millionen Euro gegenüber. Und obwohl ich nicht das Luxusproblem des Kollegen Schäuble habe, der überraschend 23 Milliarden Euro im Etat gefunden hat, gelingt es uns im Land, die Differenz von 209 Millionen Euro in diesem Nachtrag aus Haushaltsüberschüssen auszugleichen. Allein knapp 70% dieser Differenz, rund 136 Millionen Euro, entfallen auf eine humanitäre Verpflichtung, der wir uns nicht erst seit Lampedusa weder rechtlich noch moralisch entziehen können, die Verantwortung für die Flüchtlinge in unserem Land. Dabei wissen wir, dass die steigenden Flüchtlingszahlen große Herausforderungen nach sich ziehen. Die Erstaufnahmeeinrichtung stößt an ihre Grenzen, die Kommunen bemühen sich um Lösungen bei der Unterbringung, auch im Landeshaushalt werden dadurch mehr Mittel nötig. Für die Kosten der Erstaufnahme stellen wir im Nachtrag rund 16 Millionen Euro zusätzlich bereit. Die Kostenerstattung an die Kommunen für die vorläufige Unterbringung stocken wir um mehr als 105 Millionen Euro auf. Dazu kommen im Bereich des Sozialministeriums aufgrund zwangsläufiger und bundesgesetzlicher Verpflichtungen 14 Millionen Euro im Bereich der Jugendhilfe nach der Einreise von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. All das kostet Geld, das ist wahr. Doch hier geht es um weitaus mehr als nur um eine finanzielle Verpflichtung. Es geht um unsere Verantwortung für jene Menschen, die durch Krieg, Elend und Not zu uns gebracht werden. Und für uns steht eines außer Frage. Wir stehen zu dieser Verantwortung und wir stehen zu der Verantwortung gegenüber unseren Kommunen. Darüber hinaus bildet dieser Nachtrag weitere zwangsläufige bundesgesetzliche Verpflichtungen ab, zum Beispiel über 4 Millionen Euro Verwaltungskosten für die Abwicklung des unserer Ansicht nach überflüssigen Betreuungsgeldes. Gleichzeitig zeigen wir als Landesregierung aber auch in dem Nachtrag die Kraft zu gestalten. Denn dieser Nachtrag ist besonders von der Umsetzung der Polizeistrukturreform geprägt, und zwar nicht nur an der Seitenzahl gemessen. 7,7 Millionen Euro zusätzlich sind im Nachtrag veranschlagt, und wir sind überzeugt, dass dieses Geld gut angelegt ist. Denn damit ebnen wir den Weg für eine moderne, zukunftsfähige Polizeistruktur. Wir machen die Polizei fit für die Herausforderungen der nächsten Jahre. Wir bringen mehr Polizei in die Fläche, machen sie bürgernäher und leisten so einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in unserem Land. Neben der Polizeireform wird auch der Nationalpark Baden-Württemberg nachhaltig bereichern. Er schafft Chancen für die Natur, den Tourismus und die Wirtschaft zugleich. Und umso wichtiger ist es, dieses Projekt auch nachhaltig zu finanzieren. Mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von 3,9 Millionen Euro im Jahr 2014 geht das Projekt an den Start. Für die weiteren Jahre soll die Finanzierung des Nationalparks aus den geplanten Aufwüchsen bei den Mitteln für den Naturschutz erfolgen. Auch deshalb bin ich dem Kollegen Bonde außerordentlich dankbar, dass wir in konstruktiver Zusammenarbeit dieses wichtige Projekt auf den Weg gebracht haben. Meine Damen und Herren, zugleich setzen wir unseren Sanierungskurs fort. Viel zu lange wurde in Baden-Württemberg von der Substanz gelebt. Wir bauen den Sanierungsstau Stück für Stück ab, etwa bei den Straßen. Wir wissen, wie wichtig eine intakte Verkehrsinfrastruktur für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ist. Deshalb stellen wir für die Sanierung von Straßen und Brücken 25 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, damit wir das Niveau erreichen, was notwendig ist, um dauerhaft den Substanzerhalt bei den Landesstraßen zu gewährleisten.
Und wir treiben die energetische Sanierung der landeseigenen Gebäude weiter voran. So führen wir das erfolgreiche interne Contracting-Programm mit weiteren Energiesparmaßnahmen im Gesamtumfang von 10 Millionen Euro fort. Auch dies ist gut angelegtes Geld, denn wir sparen doppelt klimaschädliches CO2 und wertvolle Steuermittel. Meine Damen und Herren, daneben beraten wir den Gesetzentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und andere Gesetze. Insgesamt sollen 4 Gesetze geändert werden. Im Zentrum steht hier das Finanzausgleichsgesetz. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung des Aufbauhilfefonds zur Beseitigung der Schäden infolge des Hochwassers im Juni diesen Jahres. Und hier sind wir uns sicher alle einig, dass dies Aufgabe aller bundesstaatlichen Glieder ist. Auf Baden-Württemberg entfallen demnach rund 26 Millionen Euro jährlich. Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes werden die Kommunen wie beim Hochwasser 2002 entsprechend ihrem Anteil an den Nettosteuereinnahmen am Anteil des Landes beteiligt. Dazu werden die Verteilungsmaßstäbe für die Zuweisung im Rahmen der Kindergartenförderung und der Förderung der Kleinkindbetreuung an die tatsächlichen Belastungen angepasst. Auch hier dürfte im Kern Einigkeit bestehen. Für das Hochwasser will ich nochmal ausdrücklich den kommunalen Landesverbänden danken, dass wir zu dieser Lösung gekommen sind. Sie sehen, meine Damen und Herren, mit diesem Nachtrag beweisen wir, dass man gleichzeitig sparen und gestalten kann. Wir setzen unseren Weg der Konsolidierung konsequent fort und schließen Schritt für Schritt die strukturelle Lücke, die unsere Vorgänger hinterlassen haben. Zugleich investieren wir in wichtige Zukunftsprojekte und bauen den Sanierungsstau weiter ab. Damit gelingt erneut der Dreiklang sparen, sanieren und investieren, wo es notwendig ist. Denn nur wer intelligent spart, konsolidiert auch wirklich nachhaltig. Die Hälfte ist geschafft. Zugleich liegt vor uns noch ein weiter Weg, bis wir die Erblasten der Vergangenheit beseitigt haben. Doch mit diesem Nachtragshaushalt gehen wir einen weiteren Schritt voran in Richtung unseres Ziels, nämlich eines Landeshaushalts ohne neue Schulden. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam mit Ihrer Unterstützung gehen. Herzlichen Dank.